Mauthausen war von Anfang an ein landesfürstlicher Markt. Er hat nicht einer x-beliebigen Herrschaft unterstanden, sondern war eigen des Landesfürsten. Ursprünglich dann die Herzöge von Österreich, also unter die Babenberger schon. Und dann, nachdem also die Babenberger von den Habsburger abgelöst worden sind, der Habsburger. Das heißt, die konnten über den Markt verfügen, war ihr Eigentum. Mauthausen, sagt alleine schon, was war da am Kreuzungspunkt von zwei Handelswegen, also einerseits also von Westen nach Osten, die Donau, zum anderen von Süden nach Norden, vor allem also der Eisenhandel von der Steiermark, also vom Erzberg über Steyr nach Böhmen. Und da wurde eine Mautstelle eingerichtet. Und diese Mautstelle, da schlagt sie im Namen noch immer fort, Mauthausen, also am Mauthaus. Es hat also dann eine etwas unerfreuliche Begebenheit gegeben, die geschichtlich bewiesen ist. Man hat also immer geglaubt, das muss nicht unbedingt wahr sein. Und zwar beim dritten Kreuzzug hat der Kaiser Friedrich Barbarossa, als er mit seinem Heer durchgezogen ist, hat einem Leopold, der Babenberger Herzog, Mautfreiheit zugesichert. Der Mautner von Mauthausen bestand aber darauf, dass von den Kreuzfahrern die Maut eingehoben werden muss. Worauf also Kaiser Barbarossa gesagt hat, weg mit den Burschen, und hat also das Dorf in Brand stecken lassen. Um 1280 gibt es also dann Privilegien, und zwar, dass also Mauthausen zwei Jahrmärkte abhalten darf. Und das war natürlich so etwas, wenn man halt sagt, also eine Messe, ne? Dauert also ungefähr eine Woche, 14 Tage vorher und 14 Tage nachher war Freiheit für die Handelsleute. Das heißt also, die durften nicht gepfändet werden in der Zeit. Man hat also einen besonderen Schutz geschaffen, damit sie also eine Waren ungehindert zu- und abführen haben können. Und da haben wir also ein ganz besonders schönes Stück für diese Marktfreiheit. Und zwar ist es dieser Arm mit dem Schwert und dem Fahnen mit dem Wappen von Mauthausen. Das heißt also, wenn dieser Schwertarm ausgesteckt war am Rathaus, dann war also Marktfreiheit gegeben, dann war also dieser Schutz der Kaufleute gegeben. Nach den Hussiteneinfällen, bei denen also die Kirche sehr stark beschädigt wurde, hat Friedrich III., also der, den wir da oben sehen, dann dem Mauthausener einen weiteren Jahr Markt geschenkt, kann man sagen. Also hat einer das Privileg gegeben, dass drei Jahrmärkte führen haben dürfen.